Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Auch im Kabel auf 92,7. Seiteninstrumente gezupft und gestrichen, begrüßen Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe. Was gibt es Neues hier? Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Denk und begrüßt hat sie mit mir gemeinsam die liebe Laura Raffetz-Eder, Swimmer in the Arctic Sea. Das Album, das sie im Oktober
herausgebracht hat. Und in zwei Wochen wird sie hier am Donnerstag live zu Gast sein, um über ihr Album zu berichten. Ja, die Gäste der letzten Woche, die waren ja fleißig schon quasi noch in den Ferien hier. Die Familie Lässig nämlich. Der liebe Herr Gerald Wotter war auch anwesend und hat uns einen Mitschnitt von seinem Handy persönlich abgespielt von den Best-of-Liedern der Familie Lässig, so kann man das sagen, die sie im ausverkauften Stadtsaal am Anfang des Jahres bereits gegeben haben. Ja, da haben sie einen Mitschnitt gemacht und haben es mitgehabt. Deshalb habe ich jetzt gar kein Lied spielen können, weil der Mitschnitt ist am Handy vom Gerald Wotter und der ist heute nicht da. Ja, aber wir erinnern uns an eine schöne Sendung letzte Woche mit der Familie Lässig. Und die Familie Lässig ist natürlich noch immer weiter on the road. Die Wirklich-Tour findet heute Station im Casanova Vienna. Ja, heute, ich glaube, es gibt Restkarten, wenn Sie sich noch beeilen, im Casanova Vienna Familie Lässig. Am 13. Jänner gibt es dann in Aigen im Mühlkreis, am 14. Jänner in der Bühne im Hof in St. Pölten, am 20. Jänner in Spielberg im Kultur im Zentrum und am 21. Jänner in Graz im Schauspielhaus. Alle weiteren Termine, wie zum Beispiel 3. Februar, Feum Wien, finden Sie auf der Familie Lässig Seite, am besten auf Facebook, sehr schön zusammengefasst und da können Sie gleich automatisch auch die Eintrittskarten bestellen. Ja, wie jeden Donnerstag hier von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich. Laura Raffetz-Eder hat begonnen. Familie Lässig haben wir gehuldigt. Und bevor ich meine heutigen brandneuen Gäste wieder hier begrüßen darf, gibt's noch einen Herrn, auf den ich mich jetzt erinnert habe, quasi ortstechnisch, wo da fast in der Nachbarortschaft ein gewisser Manuel Hafner, der sich mit Nadjas Cello zusammengetan hat, vor 2 Jahren, glaube ich, ist das mittlerweile her, glaube ich fast, ja, haben es 2015 ihr Album rausgebracht. Manuel Hafner und Nadjas Cello, unschlagbar, mit gefühlt 347 Titeln, also alles, was die CD so hergibt. Und Manuel Hafner und Nadjas Cello werden am 3. Februar in Wien endlich wieder einmal spielen, nämlich in der Linzer Straße 297, also fast schon aus der Linzer Straße. Am 3. Februar Linzer Straße 297 im Baumgarten. Manuel Hafner und Nadjas Cello. Und Manuel Hafner hat ja viele Freunde und darüber singt der, Damen und Herren, Manuel Hafner und Nadjas Cello. Alle, wo Sie gehen, haben den Manuel Hafner lieb. Komm, Herr Hafner, Frau Cello, reicht mir eure Hände. Lasst uns gemeinsam über die Blumenwiesen hoch. Am Himmel ist Zelt, gebe ich für einen Tag mit Manuel Hafner und seinen Freunden. Wir würden Menschen helfen, Abenteuer will der leben, mit den Tieren auf der Wiese etwas Gruseliges bewegen. Alles, was ich hab, und das ist vielleicht nicht viel, würde ich diesem Menschen schenken, der die Herzen böser Menschen eines Besseren belehrt, der die Lebensfreude mehrt. Wir würden feiern, lachen, das Leben, das ist schön. Manuel! Manuel Hafner, du geiler Spieße, du bist mein Freund, reich mir deine Hand. Jetzt ein Schlag, ey, Manuel. Manuel, Manuel Hafner, deine Kassen sind so geil, du bist mein Freund, du warst die beste Kinder, wenn du das gehst. Ich hab dich lieb. Thank you.
traf ich mich mit Manuel Hafner. Wir machten tolle Sachen. Seine wunderschöne Stimme sang von Freundschaft, von Liebe. Ich betete zu Jesus, dass es so für immer bliebe. Jetzt bin ich wieder wach in meiner kleinen Welt. Seh den Bildschirmhintergrund von Manuel Hafner, der gefällt. Ich lausche seinen Liedern, mein Herz, das wird ganz warm. Ich freue mich, ich lache, das Leben lass ich schön. Manuel! Manuel Hafner, du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Reich mir deine Hand. Ich hab dich lieb. Manuel Hafner, du bist mein Freund. Schlag ein mit mir, mein Freund. Ich hab dich lieb. Denn du bist so stimmungsvoll. Manuel. Weil du so stimmungsvoll bist. Manuel. Du bist mein Freund. You are my friend. Reich mir deine Hand. Give me your hand. Schöne Hand. Manuel. Du bist der Beste, den es gibt. Manuel. Du bist so super toll. Du bist mein Freund. You are my friend. Ich hab dich lieb. Extrem lieb. Juhu. Manuel. Yeah, Manuel. Manuel Hafner. Oh, wunderbarer Mensch, du. Mein Freund. Die Dame aus sich freut. Reich mir deine Hand. Die Dame aus sich freut. Deine wunderschöne, oh, Manuel. Und Nadjas Cello. Manuel Hafner. Super Bursch. Du bist mein Freund. Ist mein Freund. Manuel Hafner ist mein Freund. Ich hab dich lieb. Obwohl der Musiker heutzutage hat es ja lieber, wenn es raschelt im Hut und nicht klimpert, wie gerade eben gehört. Ja, sie befinden sich auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Manuel Hafner und Nadjas Cello waren das. Unschlagerbar, das Album vor 2 Jahren erschienen und am 3. Februar sind sie in der Linzerstraße 241 unterwegs. Manuel Hafner hat natürlich, ja, Sie hören das ja eh professionell, technisch, Facebook-Seiten, weiß nicht, wahrscheinlich Soundcloud, YouTube, keine Ahnung, Manuel Hafner, mit nichts zu verfehlen. Ja, es schauen Sie selber gerne nach. Wie jeden Donnerstag hier sehr unterschiedliche, aber doch verbindend Musik aus Österreich. 14 bis 15 Uhr auf diesem kleinen, feinen, freien Sender. Und ich habe heute natürlich, sonst war es ja auch halb so lustig, mir Gäste eingeladen. Beide sitzen bereits neben mir mit Tee und Wasser versorgt. Wir sehen, wir haben sehr genügsame Gäste hier heute eingeladen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich melde euch hiermit an als Novisat. Grüß euch. Hallo. Hallo, Birgit. Servus, grüß euch. Novisat, nicht vollzählig angetreten. Na, wir sind heute zu zweit. Ja. Der Stefan und ich, die Evelyn. Stefan ist der Schlagzeuger, ich bin die Sängerin. Die anderen konnten leider nicht kommen, halten uns aber alle verfügbaren Daumen. Das finde ich aber sehr lieb. Also zumindest 2 pro Person, oder? Because the drummer from Def Leppard only got one arm, wie schon die Bloodhound Gang gesungen hat. Aber bei euch sind bei jedem 2 Daumen zum Drücken. Ja, mindestens. Funktioniert noch. Das ist gut. Novisat, eine eingespielte Truppe, kann man sagen. Ja, wir haben schon einige Jahre miteinander verbracht. Das eine oder andere Fest gefeiert. Ach, ja. Und die andere oder eine oder andere Dummheit begangen, wenn man so lange zusammen ist? Nein. Ui. Wir sind schon so gescheit, dass wir nichts Dummes mehr machen. Schon so erwachsen und so gescheit, dass da nichts mehr passieren kann. Novisat, gibt es so ein Gründungsdatum oder Gründungsjahr oder zählt es nicht mehr? Also es gab natürlich ein Gründungsjahr, aber wir zählen eigentlich ab der ersten Publikation, das war die erste LP 1990, aber davor gab es natürlich schon Vorläuferprojekte, aber mit 1990, mit der LP, haben wir gesagt, das ist jetzt das, ab da ist es Novisat und jetzt schauen wir, was da weitergeht und was da rauskommt. So hassen wir jetzt. Sehr gut. Du hast das gerade, es ist dir natürlich ganz natürlich herausgerutscht, die erste LP, ja, ja. Das heißt, der erste Tonträger von Novisat ist noch sehr brav, wie jetzt auch wieder sehr üblich, auf Vinyl erschienen.
Wie viel Vinyl waren dann in eurer Diskografie, wie man so schön sagt, und wie viele CDs? Ja, es war die einzige Platte. Ach, ja, ja, ja. Weil 92 wollte man dann wieder was machen und da war schon diese Entscheidung, naja, ist das gescheit auf Vinyl? Und haben gesagt, könnte man schon machen, aber machen wir lieber CD. Und ab da haben wir eigentlich nur mehr CDs produziert. Mittlerweile 10 Alben im Ganzen. Und die letzte CD, ganz aktuell, jetzt 2016 erschienen. Ist im Oktober rausgekommen. War da kurz dann nochmal die Idee, dass man gesagt hat, vielleicht doch wieder Vinyl, weil gerade alles wieder kommt? Naja, war auch eine Überlegung. Aber die andere Überlegung war natürlich auch, macht man halt noch CDs? Ist das überhaupt noch, zahlt sich das noch aus? Das oder überhaupt gar nichts mehr? Na schon, was publizieren, aber auf anderen Streaming-Medien oder was da gibt, Downloads. Aber wir haben uns dann entschieden, doch noch auch aus ästhetischen Gründen sowas zu machen, weil es ist ja auch schön, wenn man sowas in der Hand hat. Wir sind Leute, wir wollen noch was in der Hand haben. Genau. Und nicht nur irgendwo in irgendeiner Cloud, was herumschwirrt und man sich denkt, was ist denn das? Genau, ja, genau, und das wird gefeedbackt immer nach den Konzerten. Die Leute wollen einfach was kaufen. Und wie du sagst, Birgit, sie wollen immer was in der Hand haben. Und ehrlich gesagt, die Verkäufe, die haben uns auch dazu gebracht, dass man sagt, ja, wir machen natürlich eine CD. Wir machen ja LP, wäre auch wieder eine nette Idee, aber die Entscheidung ging in Richtung CD, weil die halt doch besser abspielbar ist für mehr Menschen. Und eben dieses Verkaufsargument, ja, weil im Handel, ja okay, da ist ja der Verkauf jetzt nicht so großartig, würde ich mal sagen. Aber so nach den Konzerten, das geht und das wird nicht weniger. Die Leute wollen was mit nach Hause nehmen von dem schönen Abend. Und da ist die CD natürlich die beste Idee. Bei dem alles andere würde sie nicht mehr so schön erinnern. Die Oktober-CD, Novisat, du hast gesagt, die 10. Ja, war das jetzt? Also jubiläumsmäßig quasi. Das 10. Album. Ja. Eben, weil ja die erste eine LP war, wenn man es ganz genau ist. Ja, ja, und wie lange habt ihr für die gearbeitet? Wie lang war zwischen 9 und 10? Die 9. war 2012. 2013 ist dann rausgekommen. Und ja, und dann bis Ende 2015 haben wir die Lieder gesammelt, sind dann ins Studio gegangen und haben recht lange aufgenommen, weil sie doch ziemlich lange Lieder waren. Auch für uns nicht ungewöhnlich, aber anstrengend und ziemlich komplex. Und dann ist die CD Himmel und Hölle endlich da gewesen und wir haben sie im Oktober in der Roten Bar präsentiert. Bevor wir uns natürlich sofort die CD anhören dürfen, ihr habt sie mitgebracht, danke dafür, seid ihr noch so Haudegen, die dann auch, wenn du gesagt hast, das hat alles sehr lange gedauert und war sehr intensiv, spielt sie auch noch live ein oder seid ihr so hintereinander ein Spieler? Also für alle Nicht-Musikanten, man kann sie wie die Beatles in ein Zimmer setzen und alle spielen gleichzeitig oder wie dann später in den 80er Jahren auch aus Kostengründen einer spielt noch einen anderen auf das Tape drauf. Wie macht es Novisat? Wir haben beides probiert. Tendenziell ist es so, dass wir, wenn alle zusammenspielen, wird es besser. Wir haben nicht diese Studio-Erfahrung, die man ja braucht, um mit dem umgehen zu können, dass man ganz allein dort sitzt und nur was im Kopfhörer hat. Und du als Schlagzeuger bist du sowieso die ärmste Sau, wenn hintereinander eingespielt wird, wenn man sich das ganze Lied quasi im Kopf vorstellen darf, mit einem Klick in den Ohren, oder? Ja, ja, ja. Also die meisten Schlagzeuger spielen eigentlich lieber mit der Band. Ja, es ist auf jeden Fall lustiger und ich glaube, so ein Spirit kommt auch dann besser aufs Bandel drauf, wenn man mehr Spaß dran hat. Na, ich habe das auch gemerkt, dann, wenn ich mitgesungen habe, klarerweise, dass wir manchmal sogar Teile von diesem ersten Track genommen haben, obwohl ich da irgendwie gestanden bin, von irgendwas umgeben, Mischpult, also im Mischpultraum, im Technikraum. Und trotzdem vom Spirit war das eigentlich oft super und manchmal haben wir dann diese Spur auch teilweise verwendet. Ja? Weil nachher, ja, du machst halt was da drauf und noch einmal, ja, eh nett. Aber wenn du dann den Vergleich hast, denkst du, ja, die erste Spur war die impulsivste vielleicht. Ja, die frischeste meistens, wenn man dann noch nicht so zum Hirnwichsen aufhört, wie der Österreicher gesagt. Bitte, Novisat, wir wollen sofort hineinhören. Ihr habt Track Nummer 1 sofort vorgeschlagen. Was hören wir da? Das heißt 1000 Blicke. Ja. Und wir starten. Unbedingt. Thank you.
verstummst, verstummst du, wenn du fühlst. Stummst, verstummst du, wenn du fühlst. Stummst, verstummst du, wenn du. Es wird nicht aufgelöst, Damen und Herren. Damen und Herren, Sie sind ja richtig auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Birgit Denk, mein Name, das wissen Sie, wie jeden Donnerstag 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich und Novi Sad. Heute nicht nur im CD-Player, sondern auch live zu Gast. Das war, wie heißt das Instrument, das jeder kennt, das wir am Schluss gehört haben? Ja, das ist die Sansula. Sansula, ja. Das ist, Damen und Herren, wenn Sie einen Proberaum haben, wo Sie vielleicht hin und wieder Proben gängern, in irgendein Kastel dort, wo alles immer reingeschmissen wird, was man nicht mehr braucht, hinige Stimmgeräte, irgendwelche Leathermans, die schon so verkokelt sind, dass kein Mensch mehr brauchen kann. Genau in dem Ladel hat, glaube ich, jeder Proberaum dieses Instrument liegen, zumindest habe ich das oft bemerkt in Proberäumen, und dem Musikanten, die, weil was einprobt wird, gerade fad ist, die dann irgendwie so dilettantisch auf diesen Metallstäben herum. Daumenklavier. Ja, Daumenklavier. Wer hat das gespielt? Das war sehr schön. Das habe ich gespielt. Ja. Und lustig, dass du das sagst, Birgit, weil ich immer
überall, wo ich hinkomme und mit denen das halt mithabe und vielleicht ein bisschen spiele, alle sagen, was ist das? Und da merkt man, du bist wirklich vom Fach, du kennst das sofort. Aber alle Leute, mit denen ich zusammenkomme, sagen, was ist das? Es ist ja wunderschön, ich habe das noch nie gesehen und noch nie gehört. Und vor allen Dingen, das Witzige ist, ich kenne das nur, dass dann jeder drauf herumspielt, ja, weil halt schnell ein Ton zu erzeugen ist mit dem, genau, Ding. Aber die meisten, da klingt es dann nicht so, wie es das du jetzt gespielt hast. Also übt man das? Es war interessant bei dem Lied, die 1000 Blicke, die haben ja so eine ganz psychedelische Stimmung und irgendwann habe ich angefangen, mich inspirieren zu lassen. Ich hatte ja nichts zu tun am Anfang, weil da spielen ja die anderen. Siehst du, aber wie gesagt, der sitzt im Ofen. Und plötzlich war die Melodie da. Ich habe das halt in mir gehört und ja, man hat ja da nur ein begrenztes Spektrum, was aber sehr schön klingt, wenn man es gut einsetzt. Und dann war sie da und dann war das natürlich ein Wahn und eine Manie, das dauernd zu spielen. Und es hat sich aber gut eingefügt, nämlich am Anfang und am Ende. Können wir das auch erwarten, wenn ihr live spielt? Ja, ich liebe es. Also ich empfehle eigentlich allen jungen Eltern, die jetzt zuhören, unsere CD zu kaufen und dieses Lied dann ihren Kindern vorzuspielen, wenn sie wollen, dass sie einschlafen. Ich garantiere Ihnen, das funktioniert. Ja, das klingt ziemlich gut eigentlich, stimmt. Damen und Herren, Novisat, die CD ist erhältlich, also wenn Sie Kinder zu Hause haben, ob so bis 12 Jahre schlafen sei, das geht sich locker aus. Live zu sehen, seid ihr denn wann, meine Lieben? Ja, wir werden am 28. Jänner unsere neue CD Himmel und Hölle auch in Niederösterreich endlich präsentieren. Wir spielen im Gänserndorf in dem sehr netten Kulturverein Dackig, der andere Kulturverein im Grenzbereich. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Klingt super. Und es ist ein Samstag, der 28. um 20.30 Uhr und da werden wir auch einige Lieder aus der neuen CD Himmel und Hölle vorstellen. Das freut uns. 28. Jänner in Gänserndorf im Dackig und natürlich nehme ich mal an, wird es im Laufe der Zeit auch weitere Termine geben. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Es sind noch einige im Verhandlungsstadium, im Planungsstadium, aber wir werden dieses Jahr auch unsere Fühler weiter ausstrecken in andere Bundesländer, ein bisschen in den Süden weiter. Ja, wir werden in der Steiermark spielen, in Straden und jetzt noch im Februar in Wien in der Akademie der Bildenden Künste machen wir ein Lesungskonzert gemeinsam mit Christian Schwetz. Das ist ein Freund von uns, ein Autor, der auch sehr viele Texte für unsere CDs immer beisteuert. Da haben wir am 28. Februar ein sehr lustiges Lesungskonzert mit ihm gemeinsam, mit dem, finde ich, schon sehr schönen Titel Hegel, Sex and Rock'n'Roll. Das hätte ich sofort so in Verbindung gebracht. Wenn ich Hegel her, fällt mir sofort Sex and Rock'n'Roll ein. Aber wer sich das anschauen mag, nochmal der Termin ist? Es ist der 28. Februar um 19 Uhr in der Universitätsbibliothek der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz. Sehr schön. Und wer sich das nicht merken kann, soll bitte nicht weinen zu Hause, denn Novisat hat natürlich auch unter anderem auf Facebook sämtliche Termine schön zusammengefasst. Damen und Herren, Novisat Band können Sie auf Facebook Novisat entdecken. Und hören wollen wir natürlich auch gleich mal weiter. Lied Nummer 2 habt ihr vorgeschlagen. Gleich so die richtige Reihenfolge von der neuen CD. Was haben wir denn da? Ja, das nächste Lied heißt The Lights Are Out und wir haben uns dazu einen zusätzlichen Mitspieler eingeladen, nämlich einen Computer. Damen und Herren, Sie hören nun auch einen Computer, bitte sehr. Thank you.
Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Damen und Herren, konnten Sie Bilder sehen? Ganz klar, es gibt nämlich ein Video zu diesem Lied. Novi Sad durften wir gerade hören und zu dem Lied gibt es ein Video und das Video ist zu sehen, indem man einfach auf die Facebook-Seiten geht oder auf www.novisad.at. Dort gibt es einen Link zum Video. Novi Sad, eine Band, die doch schon den einen oder anderen Lenz musikalisch miteinander verbracht hat. Das wievielte Video ist es dann, wenn das jetzt die im Oktober erschienene CD die 10. ist? Wie viel Video habt ihr gerade? Also Videos haben wir nicht so viele gemacht. Ja. Wir haben zur letzten CD auch ein Video produziert zur Moritat vom Rückzieher. Das war so ein Trickfilm-Video. Die anderen Videos haben wir de facto jetzt nicht veröffentlicht. Ja, sie sind schon zu sehen. Das sind Live-Mitschnitte im Chelsea oder also, natürlich ist es veröffentlicht, aber es ist jetzt nicht ein Video, kein in dem Sinn, das jetzt produziert wurde, ja. Wie zu The Lights Are Out. Es gibt ein paar Videos auf YouTube von Live-Auftritten. Und dieses The Lights Are Out ist ganz, ganz aktuell. Das ist entstanden im Sommer 2016, wurde gemacht vom Alexander Mikula und Andrea Neumann vom Verein Akir. Und es ist ein sehr getragenes Video, aber man wird hineingezogen, also wirkliche Empfehlung, sich das anzuschauen. Novi Sad, finde ich ja sowieso, hat immer sehr viel Platz für eigene Bilder im Kopf musikalisch. Aber war das dann immer schon so überlegen, dass man gesagt hat, die Leute sollen sich die eigenen Bilder im Kopf machen, jetzt lege ich einer nicht nur ein Video hin, oder ist das schon etwas, was einfach nur, sagen wir uns ehrlich, auch eine finanzielle Geschichte ist, weil das halt auch Geld kostet, dass man sagt, eigentlich hätte man gerne mehr Videos drehen lassen, künstlerisch anspruchsvolle Geschichten machen, aber es kostet halt so viel. Ja, ich würde ehrlich sein. Und es ist auch eine finanzielle Geschichte und es ist schon die Produktion von einem Tonträger eine Challenge, die muss man auch erheben und das Geld auch wieder zurückkriegen. Im besten Falle. Im besten Falle, ja. Und deswegen ist Video nicht so auf der Agenda. Aber an und für sich ist es ein wunderbares Tool, weil gerade die Musik, die wir machen, ist so unfassbar bildhaft. Also das empfinde jetzt nicht nur ich als Sängerin und Mitautorin und Komponistin. Das wird uns schon gefeedbackt vom Publikum, was die dann wieder für eigene Bilder haben, die wieder ganz andere sind als meine oder unsere. Und ich denke mal, das schreit oft nach einer Verfilmung oder etwas Assoziatives dazu zu gestalten im Visuellen. Ja, es ist wunderbar und es ist schön, wenn das dann jemand ganz anderer und von außen macht, der wieder einen völlig neuen Blick drauf wirft. Das finde ich so schön, weil da kommt was Neues raus, wieder wird was Neues zusammengesetzt oder es wird eine völlig neue Idee eingebracht und man denkt sich dann, ja, auch das ist das Lied. Novi Sad live zu sehen, Damen und Herren, am 28. Jänner in Gensandorf im Da-Kick. Alle weiteren Termine auf www.novisad.at oder auf der Facebook-Seite Novi Sad Band. Und wir wollen natürlich sofort wilder Bilder im Kopf und hören uns gleich vom neuen Album einen Track an. Was würden wir jetzt hören wollen? Ja, der nächste Track heißt Falling into Pieces. Um Gottes Willen. Damen und Herren, schauen Sie, dass Sie noch zusammenhalten, bitte sehr. Set out for something.
Saat in der Haus, Ladies and Gentlemen, Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Was gibt es Neues für jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr? Ui, das ist ja bald aus, auch schon wieder Musik aus Österreich und Novi Sad live zu Gast. Sie haben ihre CD mitgebracht und wir durften bereits 3 Liedchen hineinhören. Wenn Sie mehr Lieder hören wollen, oder müssen Sie noch selber kümmern, Sie können natürlich auch den kompletten CD plus eine Vinylkatalog bestellen. Gabert's denn noch, die LP, die allererste? Ja, also im Proberaum, da gibt's sicher noch, ja ganz sicher, jetzt sehe ich sie direkt vor mir im Proberaum. Genau, wo sie stehen, gibt es einige LPs mit dem Titel Nuts and Berries, das war unser erster Tonträger, kann man privat über uns quasi beziehen. Sonst im Handel weiß ich nicht. Vielleicht aber irgendwo kann man bestellen, das weiß ich aber jetzt gerade nicht. Kümmern Sie sich doch am besten über die Homepage. Auf der Homepage gibt es ein Link, wo man draufklickt und dann sind wir im Geschäft. Es wird Ihnen alles serviert, das finde ich doch wunderbar. Bitte, die Konzerte sind auch auf der Homepage zu finden, www.novisat.at oder auf der Facebook-Seite Novisat Band. Und da sehen wir, Juhu, Gänsendorf, Novisat is coming, 28. Jänner. Ja, kümmern Sie sich darum. Sehr schön finde ich auch die Beginnzeit, sehe ich gerade, 20.15 Uhr. Ist das auf euren Mist gewachsen, oder? Seid ihr die einzigen ehrlichen Musiker, die ich kenne, die nicht schreiben 20 Uhr und sie fangen dann um 4.09 Uhr an, sondern gleich ehrlich sagen, um 4.09 Uhr fangen wir an? Ja, also ich habe das auch gesehen, das hat jemand anderer aufgesetzt als ich. Ich glaube, es ist einfach, damit die Leute rechtzeitig kommen, wir werden ca. um 20.30 Uhr beginnen, das also kann ich schon sagen. Also sogar da noch geschummelt, das ist ja ein Wahnsinn, Damen und Herren. Aber kommen Sie doch rechtzeitig, Gänsendorf ist eine Reise wert, kommen Sie früher, ja, gehen spazieren ein bisschen, schauen Sie in Gänsendorf an. Am 28. Jänner sage ich noch Schneelandschaft voraus, so wie es jetzt momentan antut, ist ja nur heute und morgen ein bisschen wärmer und dann wird wieder bitterkalt. Und dann können Sie sich wärmen bei wärmelnder Musik von Novi Sad am Abend ab 20.15 Uhr. Bitte sehr im Darkick. Alle weiteren Termine, wie gesagt, auf der Homepage. Ich rede deshalb so schnell, noch schneller als gewohnt, weil ich schaue auf die Uhr und sehe, wir wollen das vierte Lied noch ganz spielen, weil dann ist nämlich komplett die Sendezeit vorbei. Bevor wir das starten, möchte ich mich persönlich bedanken, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Danke dir. Schön, dass ihr mit mir Zeit verbracht habt und den Menschen eure CD mitgebracht habt. Und wir verabschieden uns mit welchem Titel von Novi Sad? Wir nehmen den Titel, der heißt Der geteilte Himmel. Das ist aber die Nummer 5, Stefan. Fünf, ja. Aber genau. Selbstverständlich, genau. Der geteilte Himmel, Nummer 5. Schau, da können wir jetzt aber noch 10 Minuten reden, weil sonst haben wir leere Zeit, weil der dauert nur 6 Minuten 26, bitte sehr. Frage Deutsch-Englisch bei Novi Sad? Weil warum? Ja, es ist ziemlich gleich aufgeteilt. 4 Lieder sind auf der CD Himmel und Hölle in deutscher Sprache, 6 Lieder in englischer Sprache, aber von der Zeit ist es ungefähr gleich. Warum das so ist, ich selber schreibe im Moment eher in Deutsch, 2 Lieder sind von mir und 2 Lieder sind vom Autor Christian Schwetz, mit dem wir auch Konzertlesungen veranstalten und der auch für unsere Tonträger immer Texte beisteuert. Die anderen Lieder, die englischsprachigen Lieder, stammen in diesem Fall bei der CD Himmel und Hölle von Klaus Schuch, alias Paris 1914. Es ist ja zwingend ein internationaler Durchbruch. That's a very good idea, my friend. Dann wünsche ich euch treu, treu, treu fürs Jahr 2017. Danke vielmals, dass ihr da wart und wir verabschieden uns. Pfiat euch, ciao, baba. Novi Sad sagt ciao. Tschüss. Tschüss. Stern, der mir zusteht.
Orange 94.0. Das Freirad.